Oh mein Gott, das heftigste Glossybox Unboxing auf meinem Kanal ever, 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 ever. Alter, ich freue mich so. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe heute ein Glossybox Unboxing für dich und wir reden hier von einem unfassbar krassen Wert von 398 Euro, was ich hier gleich zeigen werde. Wenn du wissen willst, was ich dir gleich zeige, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der Titel und die Länge des Videos lassen es schon vermuten. Ich habe im Sale zugeschlagen bei Glossybox. Und zwar gab es so ein Ultra-Frühlings-Sale-Gedöns. Auf den wurde ich tatsächlich von einer ganz, ganz lieben Zuschauerin aufmerksam gemacht. Und ich bedanke mich von Herzen dafür. Ja, mega geil. Also richtig, richtig krass. Und es war schon ein Teil ausverkauft. Und wenn du Abonnent der Glossybox warst, hast du das Ganze auch noch vergünstigt bekommen. Insgesamt konnte ich 5 Sale-Angebote sichern. Und zwar die erste Box, da habe ich 8 Euro für bezahlt und da soll ein Warenwert von 39 Euro drin sein. Für die zweite Box habe ich 10 Euro bezahlt und da soll ein Warenwert von 54 Euro drin sein. Für die dritte Box habe ich 12 Euro bezahlt und da soll ein Warenwert von 65 Euro drin sein. Das zweite Sale-Angebot waren 2 Glossy-Boxen, also ein Zweier-Zweier-Bundle. Da habe ich 15 Euro für bezahlt und da soll ein Gesamtwert von 95 Euro drin sein. Und das dritte Angebot sind 3 Glossy-Boxen in einem Bundle zusammen. Da habe ich 20 Euro für bezahlt und das soll ein Gesamtwert von 145 Euro haben. Wahnsinn! Also ich bin wirklich gespannt und werde die jetzt nach und nach mit dir zusammen öffnen. Ja, guck mal, ob ich vielleicht auch was davon direkt verwenden kann. Deswegen habe ich jetzt auch nicht irgendwie groß was drauf. Ich habe einfach nur meine Alltagsschminke drauf. Also Schminke ist gut. Also ich habe ein bisschen Mascara, ein bisschen Eyeliner. Und heute Morgen habe ich mir auch noch ein bisschen von dem Catrice One Minute Face Perfector drauf gemacht. Wenn irgendwas kommt, was ich jetzt noch irgendwie testen möchte, wird es getestet. Das ist ein Berg, oder? Also hier in diesem großen Karton, wo My Protein draufsteht, sind tatsächlich die 3 Glossy-Boxen drin. Hier sind 2 drin und das hier sind die 3 einzelnen. Und ja, auf geht's. Die erste Box. Ich bin super gespannt, ob sich irgendwas wiederholt oder ob wir wirklich komplett unterschiedliche Produkte in den Boxen drin haben, denn es waren alles Überraschungsboxen. Dann gucken wir mal in die erste Box, die ich jetzt hier rausgenommen habe, rein. Das ist halt eine klassische Glossy-Box. Und es scheint so zu sein, als wäre das tatsächlich dann auch eine von den Motto-Boxen und nicht eine bunt zusammengestellte Box. Das finde ich interessant. Okay, das ist die Strong and Beautiful Box. Also haben die tatsächlich hier die Themenboxen mit reingepackt? Okay. So, Box Nummer 1. Was befindet sich drin? Wir haben eine Humble Brush drin, die ich nicht brauche. Das ist ja eine Zahnbürste, die ganz natürlich ist mit Bambus. Und ich weiß ganz genau, wem ich die schenken kann. Liebe Sandra, die ist für dich. Du hast immer danach gefragt und du kriegst sie jetzt. Dann habe ich hier drin von Duze, den habe ich auch schon. Das ist ein Lippenstift und der ist richtig, richtig gut. Den kann ich euch so empfehlen. Der wird demnächst auf jeden Fall mal verlost werden. So, dann habe ich hier den Benefit 24 Hours Brow Setter. Den finde ich richtig gut, den benutze ich auch irre gerne. Den habe ich tatsächlich in groß und das wäre jetzt mein Backup. Eine meiner Lieblingsmasken von Neutrogena, die Illuminating Boost Maske für strahlenschöne Haut. Das ist eine Hydrogelmaske, die ist zweigeteilt, die finde ich super. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie mit drin ist. Von Sanssouci Aqua Clear Skin 24 Hours Pflege für unreine trockene Haut. Aha. Das ist interessant, das ist neu. Das hatte ich, glaube ich, nicht in meiner damaligen Strong and Beautiful Box mit drin. Oh, Happy Days steht hier drauf. Okay, es ist ein OB. ja, ne? Genau, und dieses Tampon ist von Juno and Me. So, ich blende hier mal den Gesamtpreis der Produkte ein. Mal gucken, ob das mit dem übereinstimmt, was in der Werbung war. Die zweite Einzelbox. Das ist tatsächlich eine, Sonderedition Box. Mal gucken, was das für eine war. Okay, Welcome to Glossy Box ist das. Also, das ist irgendeine Willkommenheißungsbox. Selbst das Seidenpapier ist in einer Limited Edition. Wir haben drin von Dr. Scheller Natural and Effective Argan and Amrand Tuchmaske. Die kenne ich noch gar nicht. Das finde ich super, da freue ich mich sehr drüber. Diesen Rasierer von
Wilkinson, den ich schon 100 Mal in meinen Händen halte. Zum 5 Milliardensten Mal. Ah. Da kannst du dir sehr böse Weh mit tun, wenn du es an falschen Stellen anwendest. Leute, ich kann es euch nicht so empfehlen. An den Beinen, ja, okay, kann man den verwenden. Aber sobald du an Stellen kommst, wo es ein bisschen unebener wird, besser nicht. Dew the Hoola. Das kenne ich noch gar nicht von Benefit. Soft Matte Liquid Bronzer for Face. Okay, das gucken wir uns mal etwas genauer an, denn das ist neu. Das kenne ich noch nicht, das finde ich toll. Okay, das scheint tatsächlich ein Bronzer in flüssig zu sein. Ein Teint wie von der Sonne geküsst. Genau diesen Glow verleiht dir der Soft Matte Liquid Bronzer. Seine leichte Textur legt sich wie flüssiges Gold auf dein Gesicht, verschmilzt förmlich mit deiner Haut, ebnet und lässt sie makellos und natürlich strahlen. Das eine oder andere Hoola ist dir damit sicher. Appliziere den Bronzer für einen natürlichen Glow direkt auf deine Haut oder über deine Foundation. Ja, ich habe mir mal einen Pinsel organisiert, dann nehme ich hier von Real Techniques den Expert Face Brush. Mach mir mal ein bisschen was hiervon drauf. Ne, ich mache das auf den Handrücken. Ich glaube, das ist schlauer. Oha, ja, es ist, glaube ich, wirklich schlauer, weil es sehr, sehr dunkel rauskommt. Und mach mir das mal wirklich drauf, wie ich einen Bronzer verwenden würde. Ich kreise das auch mal so richtig ein, damit es auch verblendet wird und nicht fleckig aussieht. Aber es verbindet sich schon ganz gut mit der Haut. Ist aber, glaube ich, tatsächlich eher was für den Sommer, weil es halt ein flüssiges Produkt ist. Ansonsten mag ich ja lieber so normale Bronzer ganz gerne. Aber von der Farbe her ein bisschen gelbstichig. Aber ansonsten funktioniert das wohl. Ja, sieht schon ziemlich gelbstichig aus, ne? Riecht auf jeden Fall sehr neutral, sehr angenehm. Ja, der gefällt mir wohl ganz gut, auch wenn er ein bisschen gelbstichig aussieht, jetzt auch in der Kamera, ne? Aber im Spiegel wirkt er eigentlich ganz gut. Und auf jeden Fall nicht so dunkel wie auf meinem Handrücken. Ja, also für dieses Produkt ist auf jeden Fall der Rasierer Fauxpas ein bisschen entschuldigt. So, dann habe ich hier drin etwas, was ich auch noch nicht kenne. Von Schwarzkopf Professional. BC Monacure Hair Therapy Oil Mineral Miracle Shampoo. Ah, super. Für alle Haartypen. Okay, was soll das machen? Das soll Feuchtigkeit spenden. Ja, das finde ich cool. Das kenne ich auch noch gar nicht. Riecht sehr, 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 sehr angenehm. Einfach, ja, ganz normal pflegend und, upsala. Und nach einem guten Shampoo, was meine Haare auf jeden Fall gut mit Feuchtigkeit versorgen wird. Und das werde ich mir jetzt heute direkt mit unter die Dusche nehmen. Dann kann ich das euch direkt auch im nächsten Aufgebraucht-Video zeigen und sagen, wie es war. Ein Pinsel von Luxie. Ich mag die Pinsel von Luxie. Und die habe ich auch tatsächlich nur hier bei mir, weil die in irgendwelchen Glossyboxen drin waren. Und das finde ich super, denn die sind toll. Das ist so ein richtig schöner, abgeschrägter Rouge-Pinsel. Mega geil. Die sind so toll, so weich. Also die mag ich richtig, richtig gerne. Und das ist auch der Luxie 504 Large Angled. Genau, die finde ich cool. Da habe ich auch schon den ein oder anderen Highlighter-Pinsel von. Und das letzte Produkt in dieser Box ist von Jeanne Art Paris Eau de Rose. Ein Eau de Parfum. Guck mal, 30 Milliliter sind damit drin. Ach was, das finde ich ja cool. Der frische und fruchtige Start aus Bergamotte und Litchi erinnert an feinen Morgentau auf Rosenblüten. Die Herznote mischt raffiniert Rosenknospen mit Maiglöckchen, als wollte sie Romantik und Weiblichkeit feiern, um dann in einer sinnlichen und samtigen Note aus Amber und Pfirsich zu enden. Ich liebe Parfümbeschreibung. Ich liebe sie. Die kannst du dir den ganzen Tag durchlesen, hast direkt gute Laune. Das finde ich großartig. Ach guck, das ist auch ein schöner Flakon. Sehr, sehr schlicht. Ich mag das auch gerne, wenn Flakons vielleicht ein bisschen opulenter sind oder so. Und dann sprühe ich mir das mal auf. Eau de Parfum, schon mal ganz cool, ne? Kommt sehr, sehr feucht auf jeden Fall raus. Kommt gut was raus. Dann klopfe ich mir das mal hier so ein. Also es riecht auf jeden Fall sehr nach Rose. Aber ein bisschen sehr altbacken, würde ich mal so sagen. Ich lasse es jetzt auch mal ein bisschen sacken, ob ich das vielleicht nachher lieber mag und ob das vielleicht tatsächlich ein Büroduft oder sowas für mich wäre. Für mir. Wenn es dezent bleibt, dann ist es auf jeden Fall ein schöner Büroduft, weil ich finde, es riecht altbacken, aber gut. Auch zu dieser Box blende ich dir hier mal den Gesamtwert ein. Ich bin wirklich gespannt, ob Glossybox das Versprechen hält mit den, wie viel die Boxeninhalte so wert sein sollen. Hier ist die dritte Einzelbox. Das ist wieder eine klassische pinke, rosane Glossybox.
Und das hier ist das Motto Make a Wish. Bitte lass die Steam Mask drin sein, die in diesem Heftchen damals mit drin war. Oh, ich würde es feiern. Sieht nicht danach aus, ne? Schade. Das wäre so mein Wunsch gewesen. Okay, aber wir haben hier schon mal ziemlich geile Sachen mit drin, die ich hier schon sehe. Und zwar fange ich direkt mal an mit Wunder 2, das Wunderbrow Gel. Wenn das jetzt noch passt von der Farbe her, dann feiere ich das. Ja, brünett, schade. Leider nein, leider gar nicht. Blöd. Auch ich hätte das gern gehabt, ne? Perfect Brows in under 2 minutes. Perfect Eyebrows that last for days. Ja, das hätte ich so gerne gehabt. Das habe ich schon öfters mal gesehen, dass jemand dieses Wunderbrow benutzt hat. Und ja, ich hole es euch aber trotzdem mal raus. Ich werde es auf jeden Fall dann weitergeben, weil, oder passt mir die Farbe? Ich weiß das noch nicht. Auf jeden Fall hast du hier so einen Spoolie mit dabei und hier dieses Produkt. Dann trägst du das Produkt halt auf deine Augenbrauen auf, bürstest es aus, lässt das einwirken und es hält einfach tagelang. Und das finde ich so geil. Ich muss mich da noch ein bisschen drüber informieren, weil wenn mir die Farbe wirklich passt, dann werde ich das benutzen. Weil nichts ist praktischer, als wenn du morgens aufwachst und alles sitzt schon und man nicht jedes Mal sich die Augenbrauen nachziehen muss. Ist aber auch ein geiles Produkt, wo ich mich theoretisch sehr drüber freue. Dann habe ich hier noch von Huda Beauty Liquid Matte, den Socialite Liquid Lipstick drin. Den habe ich schon in genau dieser Farbe. Deswegen wird dieser hier demnächst mal in eine Verlosung wandern. Absolut. Hier ist was Größeres drin von Dusch das Badeerlebnis, pflegend und verwöhnend, verführerische Rose. Das ist eine Badeessenz mit natürlichen Rosen. Ich glaube, genau die hatte ich damals auch in dieser Box mit drin. Und auch die habe ich weitergegeben, weil ich nun mal keine Badewanne habe. Natürlich kannst du die auch mit in dein Fußbad machen oder so, aber ich weiß nicht. Da habe ich lieber dann richtig so pflegende Fußbäder, ne, die halt dann nicht nur gut riechen, sondern dann auch entsprechend Pediküre mitmachen und das wird das hier wahrscheinlich einfach nicht tun. Deswegen wird auch dieses Produkt weiter wandern. Von Lancaster Micellar Refreshing Cleansing Jelly. Okay, das ist von Lancaster ein Reinigungsgel, das finde ich cool. Erfrischendes Micellenreinigungsgel. Ja, ist eine kleine Probe, aber wird auf jeden Fall benutzt. Von Kueshi Double Effect Make-up Remover Cleansing and Calming. Ja, sowas kann man eigentlich immer gebrauchen. Genau den habe ich, glaube ich, noch in meinen Backups mit drin. Ja, aber jetzt habe ich noch einen. Muss ich mal gucken, ob ich den behalte oder ob ich den weitergebe. Ja, und eine Parfümprobe. That's Me bei Helene Fischer. Ja, auch die wird weiter wandern, denn die habe ich schon. Und genau, hier seht ihr die Probe, die habe ich oder hatte ich schon, genau. Mal gucken, vielleicht passt mir dieses Wonderbrow, wie auch immer. Das wäre ultra cool. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Und ich blende hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Und dann, wie gesagt, schauen wir mal, ob das mit dem übereinstimmt, was die Werbung versprochen hat. Ja, ich weiß, es ist alles ein bisschen zackig und wenig Test und so weiter. Aber ich habe ja noch so ein paar Boxen vor mir, so 5. Auch wenn der Bronzer sehr dezent ist, gefällt mir das natürliche Finish. Tatsächlich, muss ich sagen. Und vom Parfüm her gefällt mir der Duft auch mittlerweile. Da wird es jetzt ein bisschen sanfter rosig und nicht so dieses aufdringliche rosig, was man, weißt du, was ich meine? Was man so vielleicht von betagteren Frauen über 70, sag ich mal, so kennt. Hierauf bin ich ja sehr gespannt, ne? Da sind 2 Boxen drin. Und die sollen einen Gesamtwert von 95 Euro haben. Wow. Und es sind 2 Special-Boxen. Richtig cool. Und die eine davon, die Wolke 7-Box, die hatte ich auch noch gar nicht. Die ist, glaube ich, älter als das, was ich als Abo abgeschlossen habe. Ich habe, glaube ich, vor ziemlich genau einem Jahr angefangen, die Glossy-Box zu abonnieren. Das heißt, die Box ist eigentlich relativ alt. Genau, Wolke 7 ist das Thema und hui, das riecht aber gut hier raus. Die ist tatsächlich von Februar 2018, also ein altes Schätzchen. So sieht das Schätzchen von innen aus. Und dann gucken wir mal rein, was sich da drin befindet. Okay, das hier ist ein Haarband, mit dem kann man sich so ein Schleifchen binden. Ich mache mir mal ein Schleifchen. Nee, das sind 2 Schuhbänder. Oh, Lace Me Up, okay. Schuhbänder. Ich hätte jetzt gedacht, dass man sich das so als Haarband bindet. Geht auch, aber da nerven diese Bommelfiecher hier dran so ein bisschen. Auch
Och Mann, ich dachte, das wäre jetzt so ein niedliches Haarband. Naja, für dieses Unboxing lasse ich das mal. Ich hoffe, es irritiert euch nicht so sehr wie mich. Okay, hier habe ich was drin, was ich noch nicht hatte, weil ich habe die Box ja noch nicht gehabt. Von Rodial Suede oder Süde Lips. Das scheint so ein Lila zu sein und den mache ich mir doch jetzt mal drauf. Okay, Leute, also die Farbe auf der Verpackung hätte jetzt vermuten lassen, dass es tatsächlich lila ist, aber es ist so ein schönes Nude und das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir, das mag ich. Cooles Produkt und ist schön matt. Also wirklich richtig matt, matt. Ne? Cool. Und kursecht. Ich denke, weil es ja die Februar-Edition von 2018 war, ist es dann auch in dem Sinne ja die Valentinstags-Edition. Wolke 7 und so, ne? Ja, Wolke 7. Mein Freund würde das jetzt nicht so cool finden, wenn ich auf ein Date sowas tragen würde. Deswegen, naja. Aber ich nehme es mal ab. Mich irritiert das nämlich gerade vollkommen. Oh wow, ich habe hier eine Lidschattenpalette drin. Und zwar ist das von Icon Mini Gold Glitz Eyeshadow Palette bei Absolut New York. Ach was, ich habe mir schon gedacht, richtig geil, wenn da meine Palette mit drin ist. Geil, ich glaube, ich kann mir hier jetzt gleich einen richtig schönen Look schminken. Cool. So sieht die Palette aus, wenn man sie aus der Verpackung löst. Die hat sogar einen Spiegel mit drin und so süße Nude-Töne. Und weil ich hier auch gesehen habe, dass wir hier eine Mascara mit drin haben. Und zwar eine von Nutralash mit Diamantenstaub. Ja, mache ich mir mal eben einen Eye-Look, würde ich mal so sagen, oder? Richtig geil. Gucken wir uns die auch mal von innen an. Ja gut, das ist eine kleine Mascara-Probe, Waterproof-Mascara. Ne? Damit kann ich arbeiten. Hat so ein ganz normales Bürstchen und zieht ziemlich viel Produkt mit raus. Das geht nach vorne hin spitz zusammen, also relativ spitz. Und scheint aber sehr trocken zu sein. Ich verwende nicht diese Applikatoren hier. Ich verwende meinen ganz normalen Pinsel und gehe dann einfach jetzt mal so nach und nach durch die Farben und gebe mir was auf mein Auge. Bei einer Basefarbe kannst du nicht so viel falsch machen, ne? Also das hier wird jetzt kein Look. Ich teste einfach nur die Palette. Und ich finde, dass dieser Braunton sehr, sehr fleckig ist. Ließ sich so lala ausblenden. Also du siehst hier ja auch immer noch, dass der ziemlich fleckig ist. Naja. Also mit so einem Pinsel lässt sich dieser Glitzerton gar nicht auftragen. Oder dieser Schimmerton Kaschmir. Ich versuche das jetzt mit dem beiliegenden Applikator einmal zu machen. Weil für Schimmertöne sind die eigentlich immer ganz gut. Das funktioniert besser, gibt aber derbe Vorlaut. Versuche ich mit dem Finger. Richtig derbe rein. Und dran pressen. Das funktioniert ganz. Okay, doch, das funktioniert viel, viel besser. Sieht aber, also die Farbe an sich sieht sehr schmutzig aus. Das hat für mich mit Kaschmir nichts zu tun. Und wie du siehst, Fallout des Todes. Das ist ja der, ich sehe total krank aus, ne? Wie so ein Zombie. Ich schmink mir jetzt einen Zombie-Look, Leute. Kickback, alles. So, jetzt gehe ich mit dem Finger in Prosecco, derbe rein und gebe mir das auf die andere Seite. Und versuche mir das Prosecco auch mal, also dieses helle Schimmernde, wirklich auch mal als Inner Corner Highlight zu setzen. Ne? Also das ist sehr, sehr cremig von der Textur her, aber irgendwie, ich weiß es auch nicht. Und jetzt dieses Braun auch nochmal hier an dem äußeren Lid und dem äußeren unteren Wimpernkranz. Es sieht wirklich krank aus. Naja, dann nehme ich Soft Copper mit dem Finger. Weil wir haben gelernt, mit dem Finger kann man die Farben einigermaßen auftragen und trage die in die Mitte von meinem beweglichen Lid auf. Und damit wir auch wirklich alle Farben verwendet haben, gehe ich jetzt hier mit meinem etwas fester gebundenen Blendepinsel in das Schwarz rein. Chart heißt das. Vorsichtig gehe ich aber rein und gebe mir das dann auch nochmal zur Vertiefung in die Lidfalte. Kannst mir erzählen, was du willst, aber das sieht einfach nur aus wie ein Unfall, oder? Also ich habe tatsächlich alle Farben jetzt verwendet und es sieht furchtbar aus, aber wir gucken mal, ob wir das Ganze mit einer Mascara retten können. Okay, die Lidschattenpalette ist nicht so der Burner, aber können wir bitte mal kurz über diese Mascara reden, was die so gerade mit meinen Wimpern angestellt hat?
Alto Belly. Also die Mascara, die ist geil. Die macht sehr lange Wimpern und sehr schöne Wimpern. Die gefällt mir super. Die ist toll. Von Nutralash. Nutralash Waterproof Mascara. Mega. Mit Diamantstaub. Aber es war eine Limited Edition. Das ist natürlich schade. Aber, also ich sehe keinen Diamantstaub, aber sie macht richtig tolle Wimpern. Das hat sie gemacht, ja. Und ich sehe krank aus. Oh mein Gott, sehe ich krank aus. Gut, ich habe auch einiges jetzt nicht drauf, aber ich sehe mega krank aus. Ich mache trotzdem weiter. So, dann habe ich hier noch von Bilou eine Schaumlotion drin. Cotton Candy, fliegender Cremeschaum. Und das, liebe Leute, ist mein Geruch. Denn es ist süß. Es ist richtig toll, hoffe ich. Oh, extrem süß, aber mega geil. Das riecht wirklich nach Süßigkeiten. Das ist toll. Das ist ein tolles Produkt, worüber ich mich sehr freue. So, und dann habe ich hier ein Oschi von Produkt drin. Von Desange Absolute Repair. Reparatur- und Aufbaumaske mit Buriti-Öl ohne Silikone. Kräftigt und baut geschädigtes Haar gezielt auf und schwerelos, leichtes Haargefühl und Griffigkeit. Geschädigtes, strapaziertes Haar. Geil, das ist eine Haarkur von Desange. Oh, ich wollte immer schon mal diese Marke ausprobieren. Das finde ich jetzt gerade großartig. Denn das ist ein extrem riesen Vieh. Krass. Mega geil. Das freut mich. Und die riecht gut. Die riecht richtig gut pflegend. Wow, also da haben wir, glaube ich, einen fetten, fetten Wert in der Box drin, den ich hier mal kurz einblende. Mega geil. Also da haben wir krasse Produkte drin. Die Box hätte ich damals auch gerne mal gehabt, ne? Die nächste aus dem Zweierpaket habe ich hier. Auch das ist eine Special Edition Box. Und die scheint gar kein Heftchen hier zu haben. Nö, da gibt es gar kein Häppchen zu. Keine Ahnung, keine Ahnung. Die finde ich super. Die hat mir die liebe Jana im Tauschpaket in groß reingepackt. Die Fructis Garnier Hairfood Bananamaske. Und die ist so, so geil. Ich liebe sie. Dann hast du hier die Triple Cosmetics Praline Palette drin. Die habe ich auch schon mal getestet und die fand ich nicht so gut. Das heißt, die wird demnächst mal in eine Verlosung wandern. Als nächstes habe ich hier ein Eyeliner. Eyeline von Beauty for Real. Okay. Ist das so ein Beige oder was ist das? Jo. Das ist ein Beige. Und den trage ich mir jetzt mal eben auf. Ich finde den ganz cool. Der sieht ziemlich cool aus. Und der wertet den Augenlook jetzt auch echt ein bisschen auf, muss ich gestehen. Ja. Das, was ich aber gerade irgendwie merkwürdig finde, ist, dass ich den gar nicht weiter hochdrehen kann. Doch, jetzt kommt er. Oh, Gott sei Dank. Den finde ich nämlich toll. Aber der lässt sich nicht wieder zurückdrehen. Hä? Was bist du für ein Produkt? Das ist ein sehr merkwürdiges Produkt. Man kann es rausdrehen, aber nicht wieder reindrehen. Und bis man es rausdreht, muss man lange drehen. Aber er ist cool. Ich finde den schön. Den kann man doch bestimmt hier auch so ein bisschen als Augenbrauen-Highlighter nehmen. Oh nein, oh. Das war ein bisschen viel. Ne? Vor allem, wenn man keine gemachten Augenbrauen hat, ne? Sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Nö, aber den finde ich ganz, ganz lässig. Doch, vielleicht hier unten. Vielleicht hier vorne. Also der glitzert auch relativ doll. Der schimmert nicht, der glitzert wirklich, finde ich. Aber ich finde den cool. Dann habe ich hier von Mercy Handy noch ein Handdesinfektionsgel. Ist nie weg, benutze ich aber eigentlich nicht so sehr. Ich habe es auf Arbeit stehen, jetzt während der Erkältungszeit, das ist ganz gut. Ein Lippenscrub von Royal Apothec, Scrubby Lip Scrub, den habe ich selber in dieser Box drin gehabt und noch in Verwendung. Das heißt, der hier wird weiter wandern, denn ich habe von der lieben Emilia in dem Gute Vorsätze Tauschpaket einen Lip Scrub drin gehabt, den ich demnächst benutzen werde und das wird dauern. Also von daher, dauert ewig, bis ich solche Produkte aufgebraucht habe, deswegen wird der hier weiter wandern. Und dann habe ich hier einen Multicolor Bronzer von Alterra drin in der Farbe 02 Natural Matt. Ich habe zwar jetzt einen Bronzer drauf, aber da machen wir noch ein bisschen was drüber, weil mein Bronzer ist jetzt ja relativ hell. So, dann nehme ich jetzt einfach hier einen Pinsel von Evelyn, ist jetzt nicht unbedingt ein Bronzerpinsel. Geht derbe hier mal rein, hab Produkt hier drauf und gebe mir den jetzt mal auf. Ach ja, der Bronzer ist wohl ganz in Ordnung. Also der ist ein bisschen dunkel tatsächlich. Aber ich denke, wenn ich mich wirklich komplett schminke und vielleicht auch mal ein bisschen Sommer ist oder so, dann werde ich den wohl ganz gerne verwenden. Auch wenn der jetzt wirklich sehr fleckig aussieht, ne?
Aber das liegt einfach daran, dass ich keine wirkliche Base oder sowas drauf habe. Und ja, ne? Deswegen. Ja, aber ein cooles Produkt. Alterra habe ich jetzt so noch gar nicht auf dem Schirm bei mir. Und deswegen ist es cool, dass ich den jetzt hier in der Box mit drin habe und dann auch benutzen werde. So, das war dann auch schon wieder diese Box. Ich blende hier mal den Gesamtwert der Box ein und bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, ob beide Boxen, also die Wolke 7 Box und die Elefantenbox jetzt, tatsächlich zusammen einen Wert von 95 Euro haben. Genau, 95 Euro sollten es sein. Und das blende ich dir hier mal ein, was der Gesamtwert wäre. Ich fände es ziemlich cool, wenn es passen würde. Ne? Denn ich habe es ja immer gerne, wenn ich nicht enttäuscht werde. Und in diesem Oschi von Paket, wo eigentlich mein Protein draufsteht, verstecken sich ganze drei Glossy-Boxen, die einen Gesamtwert von insgesamt 145 Euro haben sollen. In diesem Riesenkarton befinden sich drei Glossy-Box-Kartons, wo sich drei Glossy-Box drin befinden. Glossy-Boxen, die wir jetzt nach und nach öffnen werden. Die erste ist im klassischen Design. Okay, es ist einfach nochmal die Strong and Beautiful. Das finde ich jetzt schade, dass es quasi jetzt doppelt vorkommt. Hätte mir gewünscht, dass es nicht so wäre. Aber gut, es ist wahrscheinlich einfach ein kleines Glücksspiel, was man so macht, ne? Nochmal die Humble Brush. Nochmal den Benefit 24 Hours Brow Setter. Nochmal der Duze Lippenstift in der Farbe Winterberry. Botanicals Fresh Care als Probe. Das habe ich mir mittlerweile in groß gekauft, weil ich das so, so, so geil finde. Das pflegt die Haare. Das ist eine Koriander-Stärkekur und das ist wirklich sehr, sehr toll für die Haare. Und seitdem ich das ausgetestet habe, benutze ich auch wirklich Haaröl. Habe ich vorher nie gemacht. Dann von Blütezeit Naturkosmetik 24 Stunden Feuchtigkeitscreme mit Bio-Ginkgo-Extrakt. Die hatte ich letztes Mal weitergegeben. Vielleicht werde ich die dann jetzt mal behalten und auch verwenden. Und das finde ich sehr gut, von Neutrogena die Hydro Boost, ja, Hydrogelmaske für intensive Feuchtigkeit. Zweigeteilt, das, also die blaue, ist meine mega, mega Lieblingsmaske. Und ich habe sie jetzt nochmal. Cool. Die Box ist leer. Hier blende ich den Wert mal der ganzen Box ein. Ja, ne? Ist wahrscheinlich auch ganz in Ordnung. Oh, bitte lass ich jetzt nicht alle Boxen wiederholen. Das finde ich jetzt super traurig. Gott sei Dank nicht. Jetzt haben wir hier die Comic Edition drin. Die sieht so von innen aus. Ein Stift, den finde ich super. Der schreibt pink. Ja, ne, den kannst du immer mal gebrauchen. Und genau, der war als Goodie mit drin. Und das finde ich super cool. Ne, von Schneider. Aloha, Eau de Beauté Monoir. Ja, das wird weiter wandern. Das ist so ein Bodyspray. Das habe ich noch vom letzten Mal, wo ich die Comic Edition hatte, in meiner Handtasche und in meiner Handtasche, in meinem Hand. Koffer und immer noch nicht aufgebraucht. Also von daher wird die definitiv weiter wandern, weil ich das einfach nicht so benutze. Von Luxi. Das ist ein Fanbrush. Der wird auch weiter wandern, weil den habe ich schon. Ist aber schön. Also den mag ich wohl. Ritual of Namaste Glow Natural Skincare. Ein Radiance Anti, eine Radiance Anti-Aging Day Cream in so einer kleinen Probe. Auch das finde ich ganz cool. Olas Total Effects 7 in 1. Auch das ist eine federleichte Feuchtigkeitspflege für den Tag. Die hatte ich letztes Mal auch drin. Ich glaube, das ist so ziemlich meine Box vom letzten Mal fast. fand ich ganz gut. Mal gucken, ob ich die weitergebe oder behalte oder wie auch immer. Und Ico Fat Liquid Liner Black. Das ist der, der diese unfassbar dicke Spitze vorne dran hat. Siehst du, was ich meine? Das ist der Wahnsinn. Also wenn du den nicht unbedingt einen Wing ziehen willst, kannst du den gut verwenden. Wenn du aber einen feinen Wing ziehen wirst, dann wird es ganz schön schwer. Also wenn man diesen sehr dicken Eyeliner wirklich nur zum Wimpernverdichten verwendet und darüber sich diesen goldenen setzt, finde ich, sieht das ziemlich cool aus. Also mir gefällt's. Ja, ne? Damit fühle ich mich auch schon ein bisschen wohler als eben. Da sah ich doch sehr krank aus ohne Eyeliner, wenn man das so gewohnt ist, ne? Und ja, die Mascara ist wirklich sehr, sehr dezent, ne? Macht die Wimpern aber extrem lang. Mir persönlich würde es halt noch fehlen, dass man die Wimpern so ein bisschen verdichtet. Vielleicht habe ich Glück und in der letzten Box ist gleich noch eine Mascara drin. Mal gucken. Denn in dieser Box habe ich jetzt als letztes Produkt tatsächlich was anderes drin. Und zwar von Schwarzkopf Oil Ultime. Oil-in-Cream-Treatment. Und das macht in das feuchte Haar einarbeiten und nach 5 bis 10 Minuten gründlich ausspülen. Das scheint dann einfach eine Haarmaske zu sein. Okay, da steht nicht so viel zu. Oh, die riecht aber richtig toll. Die riecht richtig sanft, cremig und unfassbar schön. Oh, die riecht wirklich gut.
Mega geil. Also für die Haare ist hier auch gut gesorgt. Das finde ich gut. Ein Shampoo wäre auch nicht verkehrt. Aber wir gucken einfach mal, was noch so kommt in der letzten Box. Und auch zu dieser Box blende ich dir hier mal den Gesamtwert ein. Jo. Ne? Und es ist tatsächlich wieder die Wolke 7. Was ich persönlich jetzt nicht so verkehrt finde, weil ich die eigentlich ganz geil fand, die Box. Aber ich hätte mir jetzt eigentlich schon gewünscht, dass das auch Abwechslung gäbe. Also, dass jetzt nicht alle Boxen irgendwie dann sich wiederholen, das fänd, ist schon schade. Naja, egal. Wolke 7 kennen wir von eben. Aber ich finde diese Box natürlich unfassbar schön. Deswegen freue ich mich umso sehr, umso mehr und umso sehr, dass ich die doppelt habe. Also die Box an sich, also die Box-Box. Es sieht ähnlich aus, aber es ist nicht gleich vom Inhalt. Und das finde ich schon mal sehr positiv. Ja, und hier habe ich dann nochmal die Icon Mini-Palette drin, die ich hier auch drauf habe, die mir jetzt nicht so ultra gefällt. Vielleicht ist es eine ganz schöne Geschichte, wenn man sich einen anderen Look damit schminkt oder wenn man das irgendwie ein bisschen anders macht. Ich weiß es nicht. Ich meine, so verkehrt sieht es mittlerweile auch nicht mehr aus, weil ich ja auch einen Eyeliner drauf habe. Aber ich werde meine, die ich jetzt benutzt habe, auf jeden Fall auch anderweitig weggeben. Aber die, die verschlossen ist, wird dann auch noch verlost. Dann habe ich hier ein Parfüm drin. Das ist von Rituals und das habe ich tatsächlich schon. Fleur de l'Himalaya. Und ich denke, dass ich auch dieses Parfüm verlosen werde, weil ich dieses halt schon habe. Das ist ein super tolles Parfüm. Aber ich habe mittlerweile echt richtig viel Parfüms, sodass ich das hier mal verlosen kann. Das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Die Mascara, die ich jetzt drauf habe, auch die kann ich dann entsprechend verlosen. Das ist auch toll. Dann habe ich etwas drin, was eben nicht drin war. Und zwar von Palmolive So Luminous Duschgel. Und das sieht aus, als wäre das mit Pfingstrose. Und ich liebe Pfingstrose. Aroma Sensations So Luminous. Oh, riecht das toll. Oh ja, das riecht richtig toll nach Pfingstrose. Geilomat. Und das ist, glaube ich, mit Macadamiaöl oder so. Das ist eine Macadamia. Steht jetzt nicht drauf, aber ich glaube schon. Cool, riecht super lecker. Werde ich verwenden. Und dann habe ich hier noch zwei Schätze drin, die ich sowas von benutzen werde. Das ist von Frizz-Ease Wunderreparatur. Shampoo und Spülung verleiht Geschmeidigkeit und repariert geschädigtes Haar. Wow, von John Frieda. Und die beiden kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Richtig geil. Da bin ich jetzt echt rundum gepflegt. Wenn man sich das jetzt mal so runterrechnet, habe ich ungefähr 8 Euro pro Glossybox bezahlt, habe aber einen mehr als sechsfachen Wert von dem, was ich ja theoretisch bezahlt habe. Es ist schon krass. Also ich blende jetzt für die letzte Box euch hier mal diesen Wert ein und bin auch wirklich gespannt, weil das auch wieder ziemlich hochpreisige Produkte sind. Und jetzt blende ich dir den Wert von den drei Boxen ein und bin gespannt, ob das auch alles so funktioniert mit den 145 Euro Wert, die es ja eigentlich sein sollten. Ja, und summa summarum sollte ich ja insgesamt einen Wert haben von allen 8 Glossy-Boxen von insgesamt 398 Euro. Und jetzt blende ich dir ein, was der komplette Gesamtwert ist von den Produkten, die sich hier um mich herum befinden. Ich denke schon, dass wir den Wert erreicht haben, wenn nicht sogar mehr. Natürlich werde ich ein paar von den Produkten weitergeben. Natürlich gefallen mir auch ein paar Produkte nicht, aber ey, ganz ehrlich, das ist trotzdem ein Großteil, was ich selber verwenden möchte oder verwenden kann. Natürlich habe ich auch ein paar Produkte jetzt doppelt, aber ne? It is, wie it is. Es ist nun mal ein Glücksspiel, was man da gemacht hat, weil da überhaupt nicht drin stand, was für Boxen man da gewinnen kann. Und ich finde, ich habe das Glücksspiel auf jeden Fall positiv gewonnen. Jedenfalls für mich. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!